Habe ich was falsch gemacht? Lass uns woanders reden. Wie geheimnisvoll. Ich muss noch arbeiten. Wieso so geheimnisvoll? Du wirst mir schon vertrauen müssen. Gehen wir? Warum hast du mich hierher gebracht? Ich wollte mit dir in einem entspannten Umfeld reden. In der Küche habe ich mich aus irgendeinem Grund nicht wohlgefühlt. Wegen mir? Wirst du mir kündigen? Nein, nein, keine Sorge. Es ist nur, dass mit dir alles anders Es ist nur, dass mit dir alles anders begonnen hat als mit dem Rest des Teams. Was meinst du? Ich weiß nicht viel von dir. Ich habe keine Referenzen. Du bist ein Mysterium für mich. Ich will dich verstehen und dass du mich verstehst. Das Erste, was ich mit neuen Köchen mache, ist, sie hierher zu bringen. Die Zutaten sind grundlegend für eine perfekte Speise. Die Magie beginnt also hier. Richtig. Hallo Lucy, ich bin gerade beschäftigt. Ich rufe dich nachher an. Lucy, ob das seine Freundin ist? Ich sage nichts. Ich hake besser nicht nach. Mir sollte sowas nicht angehen. Schau, das sind die Krebse, nach denen du gesucht hast. Die sind kein frischer Fang. Lass dich nicht täuschen. Was? Komm, ich zeig dir, wo ich einkaufe. Hier bin ich, der erste Tag. Ich muss zugeben, dass ich nervös bin, aber auch sehr dankbar. Dank erst deiner Freundin, die dich so empfohlen hat. Jessie ist die Beste. Sie ist schön, anspruchsvoll und mutig, wie New York. Ja, sie scheint ein tolles Mädchen zu sein. Schade, dass sie noch nicht viel von der Stadt kennt. Sie würde bestimmt gerne eine City-Tour machen. Okay. Okay, Jessie hat noch nichts von der Stadt gesehen. Was tust du? Du überlegst dir eine Überraschung oder du fragst Emily um Rat? Am besten ist es, nicht um Rat zu fragen. Am besten nicht immer Freundinnen ausfragen. Ist immer eine schlechte Idee, weil die weiß zu viel. Das ist nicht immer gut. Vielleicht sollte man einfach mal mit der Überraschung glänzen. Ich würde sie schon gerne an einem schönen Ort einladen. Zählt das als Teil der Tour? Welcher Ort? Das ist eine Überraschung für deine Freundin. Genial, den gastronomischen Teil übernimmt schon Tom. Sie sind zusammen auf den Markt gegangen. Ach ja? Na dann ist's ja gut. Oh weh, irgendein Problem? Nein, ich habe mich nur daran erinnert, dass ich dich noch dem Maitre vorstellen muss. Wer ist denn Maitre? Eieiei, das sind wieder Wörter, die für mich wieder Neuland sind. Oje, oje, oje. Ja, aber wie gesagt, schreib es in die Kommentare, was das zu bedeuten hat, dieses Wort Maitre. Oder heißt es überhaupt Maitre oder Maitre? Keine Ahnung, wie es gesprochen wird. Ja. Oh weh. Oh, Kutscher. Oh, oh. Ich kann's nicht glauben. Eine Kutsche? Wie im Film. Ich kann mich erinnern, wie gern ich sie mir als Kind angeschaut habe. Es wäre wunderbar, in einer von ihnen spazieren zu fahren. Ich würde mich wie in der Hauptrolle eines Liebesfilms fühlen. Na dann, auf was warten wir noch? Sollten wir nicht zurück in die Arbeit?
Ich glaube, wir können uns eine Pause erlauben. Was sagst du? ja. Nein. Dann habe ich null. Dann muss ich wieder von vorne anfangen. Ist auch scheiße. Nee, tut mir leid, Adam. Tom. Jetzt komme ich schon durcheinander mit den Leuten. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Wir haben viel Arbeit vor uns. Das stimmt. Es gefällt mir, dass du so professionell bist. Wir werden ein andermal Zeit für einen Ausflug finden. Genau. Da bin ich mir sicher. Ja, das sollten wir wirklich tun. Diese Emily ist nicht schlecht als Kellnerin und so lustig. Das Team findet sich langsam zusammen. Ja, und Jessie hat nicht wenig dazu geholfen. Na, was willst du damit sagen? Sie hat dir ihre Freundin empfohlen und mit Tom hat sie sich sehr schnell in der Küche eingefunden. Sie ist ein sehr geschicktes Mädchen. Was soll das jetzt wieder heißen? Selbst deine Omelettes sind exquisit. Jedes Gericht braucht sein besonderes Etwas. Ich bin fasziniert von dem Restaurant, den Leuten und von Jane. Von Jane? Sie ist genial, sehr professionell und sympathisch. Wie konntest du an ihr zweifeln? Ich habe so einen Verdacht. Und wie aufmerksam Adam ist. Man merkt, dass es zwischen euch knistert. Meinst du? Er hat mir gesagt, dass er dich an einen besonderen Ort einladen wird. Oh, oh nein. Ich wusste doch, dass da irgendwas jetzt ist, Mann. Ach Mann, immer diese Tratschtante. Ich weiß nicht, ob eine Romanze gerade meine Priorität ist. Ich wollte nach New York, um Chef zu werden und mir eine Karriere aufzubauen. Sei keine Spielverderberin. Echt, ich bin happy, im Sweet Johnny's zu arbeiten. Heute habe ich zum Beispiel viel von Tom gelernt. Es ist toll, in seiner Nähe zu sein. Und er gefällt dir. Ja, nee, ist klar. Hä? Was? Dir gefallen beide Brüder. Gib's zu. Beide haben etwas Attraktives. Tom ist kreativ und Adam ist ein Gentleman. Und was gefällt dir mehr an einem Mann? Oh Gott. Ja toll, wie soll ich mich denn jetzt entscheiden? Ey, das ist ja voll eine dumme Sache jetzt gerade. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Mag ich lieber Kreativität, dann ist das Tom. Der Gentleman ist Adam. Boah, Alter, ey. Also sie ist ja in der Küche, sie ist also dann auch kreativ. Also müsste ich ja theoretisch sagen, kreativ. Aber ich finde, also ich persönlich finde, eine Liebelei in einer Küche, wenn man zusammenarbeitet, glaube ich nicht, dass sowas gut ist. So im Nachhinein, oder? Wie seht ihr das? Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll gerade. Ich bin echt ein bisschen, Also die Geschichte, die ich gerade so erzählt habe, ne, Kreativität und so weiter und dass das in der Küche irgendwie nicht so läuft, wenn beide da Liebeleien jetzt anfangen würden, keine Ahnung, nehme ich jetzt einfach mal Gentleman. Erzähl du doch mal, ob du Kreativität genommen hättest und warum. Das wäre mal sehr wichtig. Es gefällt mir, dass Adam ein Gentleman ist. Er weiß genau, wie man eine Frau zu behandeln hat. Nein, Emily, du merkst dir den Kommentar am besten nicht. Ich beneide dich um beide Kandidaten. Lass anderen auch noch was übrig. Ja, du kannst ja den anderen nehmen. Oh Gott. Wenn ich mich dann irgendwann für einen entschieden habe. Wer ist das denn? Das Krabbenfleisch Carpaccio muss dünner sein. Das sind keine Küchenstücke. Guck mal, die fängt immer wieder von vorne an.
Wie geht's dem Gumbo? Gumbo! Dumbo, bist auch hier? Ich flieg gleich mit den Ohren weg. Warte, das Feuer ist zu stark. Oh weh. Das machst du sehr gut. Du überraschst mich echt. Danke. Das Oh Gott, ein neues Wort. Ach du Scheiße. Das Etouffee ist super lecker geworden. Was ist denn jetzt ein Etouffee? Ist das ein Toffifee oder was? Keine Ahnung. Aber Toffifee ist immer lecker. Bestimmt Nachtisch oder so. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ein Etouffee ist. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was das ist. Das sind Wörter, ey. Also ich kann damit nichts anfangen. Tut mir leid. Ich bin leider kein Koch, das muss ich dazu sagen. Ja, deswegen kann ich das nicht sagen. Deswegen kenne ich diese Fremdwörter überhaupt nicht. Das Etouffee ist super lecker geworden. Ja, genau. Oh weh. Macht alles bereit, um die Teller anzurichten. Kommt Cleve wirklich? Na hoffentlich. Bei so viel Zeit und Geldinvestition. Cleve ist da. Schon? Es ist eine Stunde zu früh. Er ist eine Stunde zu früh. Er ist der Erste im Speisesaal und wartet. Aber wir sind noch nicht fertig. Vertrau deinem Team. Wir werden alles tun, damit heute Abend nichts schief geht. Das hoffe ich. Denn das Prestige des Sweet Johnnies steht auf dem Spiel. Oh weh. Oh weh. Du hast Tom bei der Anruf. Habe ich ja gar nicht. Du hast bei Tom nicht wegen dem Anruf nachgefragt. Nee, will ich auch gar nicht. Warum? Mich interessiert das erstmal gar nicht. Du hast mit Tom keine Spazierfahrt gemacht. Nein, das kostet Geld, habe ich nicht. Du bevorzugst einen Gentleman. Ja, oder auch nein. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe einfach gesagt so, ausgeschlossen habe ich. Ausgeschlossen habe ich. Ja, mehr nicht. Ja, so. Also, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst einfach eine kleine Bewertung da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu Journeys Interaktive Series. Und zwar mit dem Titel Rezept für die Liebe. Ich bin damit raus. Haut rein. Bis denne. Und ciao.